So, Hallöchen, Popöchen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, wir waren hier stehen geblieben, wo wir unser Haus bauen wollten oder jetzt immer noch bauen. Ich hoffe, man hört das Sauggeräusch im Hintergrund. Meine Mutter saugt nämlich gerade. Aber ist ja auch egal. Das hier müsstet ihr eigentlich mehr hören. Und ja, wir machen dann erstmal das Dach fertig, würde ich mal sagen. Haben wir irgendwo Dirt? Ja, dann müssen wir nämlich nicht das Holz verschwenden, das Schöne. So, Docker, nein. Dahin, zack. Ah, jetzt aber, komm. So, und dann wollen wir dann so ein Spitzdach machen. Dann machen wir nur zweite Etage. Nein, wir machen, glaube ich, ein Spitzdach. Ich bin gerade überlegen. Ups, das hat jetzt ein bisschen geruckelt. Ich glaube, wir machen ein Spitzdach, oder? Ah, doch, das ist eigentlich mehr so... Ja, doch, Spitzdach würde mehr passen. Weil das mehr viereckig ist als... Ups. Als rechteckig. Und ja, also mehr quadratisch als rechteckig, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich... Ein Spitzdach würde wahrscheinlich eher passen. Und dann bauen wir das auch direkt mal hier. So, viel zu erzählen habe ich nicht. Ich habe jetzt ein paar Tage Minecraft natürlich nicht aufgenommen. Ein Tag hat sogar dann gefehlt, weil ich dachte, ich hätte noch mehr Material. Und dann waren es nur 4 Minuten. Und dann habe ich noch ganz schnell eine Folge aufgenommen. Eine Folge nämlich. Und habe ich direkt da hinten angegangen. Dafür geht die auch 15 Minuten anstatt die üblichen 10. Und ja, aber ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Jetzt haben wir erstmal Ferien. Ja, Ferien sind angebrochen. Und das freut mich natürlich sehr. Denn Ferien sind eines der besten Dinger, die man erfunden hat. Besten Dinge, die besten Tage, sagen wir so, die besten Freizeittage, die Gott erfunden hat. Und vielen Dank nochmal dafür, lieber Gott. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es sind, wenn ihr es wissen wollt, wer es nicht weiß, natürlich Winterferien bzw. Weihnachtsferien. Und ja, Weihnachten kommt zu, das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit, der Ruhe und des Familiendaseins. Und darauf freut sich natürlich bestimmt jeder. Und dazu gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich werde natürlich vielleicht noch ein Weihnachtsspecial machen, was ich aber dann, glaube ich, doch sein lasse. Ich weiß es noch nicht, weil Weihnachten ist ja auch immer so ein Tag, wo man dann eigentlich nicht aufnimmt, wo man nicht hochlädt, wo man den PC mal stehen lässt, wo man einfach mal die Familie bei sich hat. Und ich glaube eh nicht, dass sich das dann jemand angucken wird. Davon mal ab. Und ansonsten, wenn doch, dann freut euch, es weihnachtet sehr bei Minecraft hier. Dann suche ich mir sogar extra eine Winterlandschaft, mache eine kleine neue Welt auf, aber nur für Weihnachten, für euch. Und dann mal gucken. Vielleicht mache ich das auch in einem anderen Spiel. Vielleicht mache ich das ja auch mit, was habe ich denn noch so? Weiß ich gerade gar nicht. Was kann ich denn noch so aufnehmen? Fällt jetzt gerade nicht so ein, vielleicht auch Far Cry. Far Cry ist auch ein schönes Spiel. Kriege ich nämlich heute oder kaufe ich mir heute. Ist nämlich ein Winter-Sale für 7,95 €, glaube ich, oder so. Und ich hole mir sogar das Deluxe-Ding da für 2 Euro mehr. Und dann haben wir vielleicht noch 2 Missionen mehr und mal gucken. Patrick nimmt ja dann jetzt auch Assassin's Creed auf, wenn er das kriegt zu Weihnachten, wovon ich ausgehe, weil er sich das ja zu Weihnachten gewünscht hatte und er wahrscheinlich auch das so kriegt. Wer kriegt schon nicht das, was er sich wünscht? Und da freut er sich sehr drauf. Ich kriege das auch zu Weihnachten, ich freue mich auch darauf sehr. Und jetzt brauchen wir also wieder neu Holz. Holz, 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 Holz. Ja, und wird bestimmt wieder ein schönes Weihnachten. Ich hatte bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mit Weihnachten gemacht. Ich hatte bisher immer schöne Weihnachten. Und ja, mehr gibt es dazu, zu Weihnachten, zu dem Thema eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ach ja, Weihnachten, Weihnachten. So. Und mal gucken, wie viel Holz wir brauchen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. 15 haben wir jetzt schon. Was heißt schon erst? 2 Setzlinge haben wir schon wieder, das ist schon mal schön. Zack, zack. Weil wir müssen das Ganze noch mit Stufen und so ausbauen, fällt mir gerade ein, da brauche ich richtig viel Holz für. Da haben wir erstmal noch lange zu jagen. Also zu holzen. Zu abzuholzen. Ja.
Und so. Mal gucken, was sie daraus machen lässt. Oder mache ich Stein? Der Steintreppen passen darauf nicht so gut. Dann sieht das so. Nee, nee, Steintreppen nicht. Na komm. So, wie viel Holz haben wir? 53 ist viel zu wenig. Wir brauchen viel, viel, viel mehr. Denn wir wollen ja ein schönes, großes Häuschen. Was heißt groß? So groß ist es jetzt auch nicht, aber es wird wahrscheinlich 2 Etagen haben, je nachdem. So ein Dachboden, so ein kleinen noch, wo wir dann vielleicht unsere Sachen dann... Wo ist denn da der Baum, der Stamm? Ach, da. Hier, ne? Da? Ja, da. Mein Gott, der ist aber auch... Oh. Da ist uns gerade die Axt kaputt gegangen. Haben wir denn noch eine? Ja, da. Zack. 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 So, und dann würde ich mal sagen, sammeln wir mal so viele Setzlinge ein, wie wir können, und dann, werden wir dann neu anpflanzen morgens. Ich sehe nämlich hier gerade nicht so viel durch das Texturepack, ist das ein bisschen abgedunkelt. Das Gras etc. Zack, zack. Oh, hier sind viele. Ah, da ist auch noch einer. Zack. Zack. Hier noch jemand, noch irgendwas. Ja, da. Ey. Du willst nicht mitkommen. Okay, der will nicht mitkommen. Dann lassen wir den mal da liegen. Und gehen erstmal schön schlafen. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Was eine Riesenhütte, ey. Kann man bestimmt noch 2 Räume draus machen. Ja, klar, schaffen wir 2 Räume auf jeden Fall. So, dann verarbeiten wir das schon mal. Ne, das können wir eigentlich so. Nein, du sollst da runter, so. Zack, dann haben wir wieder 30 Holz. Ja. Ich glaube, jeder Let's Player, lol, das hat jetzt wieder kurz geleckt, wird euch sagen, dass Weihnachten eines der schönsten Feste ist, die sie wahrscheinlich kennen. Ich bin eigentlich auch so einer, der Weihnachten sehr schön findet als Feste selber. Ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr ein wohlhabender Weihnachtstyp, der Weihnachten eigentlich liebt und immer verehrt. Und ich mag Weihnachten wirklich. Und was haltet ihr so von Weihnachten? Die meisten sagen ja auch so, nee, ich habe keine Familie mehr. Also dann ist natürlich auch immer doof. Ich finde einfach so, Weihnachten ohne Familie ist einfach... Ist immer sehr schade, wenn man seine Familie irgendwo, was weiß ich, oder wenn Lebenspartner gestorben ist, sage ich mal, und man ist dann da, lebt dann da alleine. Das ist natürlich immer. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann eigentlich. Und dann sitzt man da Weihnachten und weiß einfach nicht, was man machen soll. Das ist wohl das Schlimmste, was es gibt, gehe ich mal von aus. Also ich finde es zumindest das Schlimmste. So, dann brauchen wir unsere Truhe. Denn da haben wir die ganze Kohle. Haben wir genau die 64er Stacks. Okay. Und dann haben wir hier unsere schöne Werkbank. Da teilen wir dann erstmal durch die Sticks und dann so viel Fackeln wie es geht. Hier, zack. Und dann nehmen wir jetzt nicht die 64, fangen mit dem 56 an, setzen nach die Sitzlänge. Und dann haben wir eigentlich auch schon. Warte mal, ist das hier die Tür? Ja, ne? So. So, okay. Muss ja schön alles hier symmetrisch sein, was? Boah, ist das groß. Also für Anfang Dingens Bummens. Dingens. Bummens. Aber jetzt habe ich keine Treppen. Egal. Dann muss ich doch erst die Dinger anpflanzen. Hier. Dann gehen wir mal die Setzlinge hier füttern. Die Setzlinge füttern. Ja. Wir füttern Bäume. So. Zack. 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 Mein Gott, wir sammeln mehr ein, als dass wir sitzen. Zack.
Na, das ist wohl ein bisschen nah. So, 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 so. Acht noch.